Die Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz werden weiter gelockert. Du kannst dich bald selbst auf das Coronavirus testen. Und wenn du in Rheinland-Pfalz zur Schule gehst und dieses Jahr dein Abi machst, dann bleib jetzt unbedingt dran. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge News Up. Bei uns erfährst du alles, was diese Woche zwischen Rhein und Main wichtig war. Und das sind unsere Themen heute. Corona-Lockerungen für Rheinland-Pfalz. Corona-Selbsttests für zu Hause. Das Abitur soll in diesem Jahr fairer werden. Und Rassismusvorwürfe um den Mainz 05-Spieler Karim Onisivo. Die Lockerungen in Rheinland-Pfalz gehen in die nächste Runde. Zum 1. März werden weitere Corona-Beschränkungen aufgehoben. Das hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer in einer Pressekonferenz am Dienstag mitgeteilt. Ab Montag öffnen neben Friseuren auch die Fußpflege und Fahrschulen. Außerdem starten Blumenläden, Gärtnereien und Gartenbaubetriebe ihren Verkauf. Auch Zoos und Tiergärten öffnen ihre Außenbereiche, allerdings nur mit Vorabtickets und einer beschränkten Besucherzahl. Shopping-LiebhaberInnen, aufgepasst! Ab nächster Woche darfst du nach vorheriger Terminabsprache wieder einkaufen. Das gilt zum Beispiel für die Anprobe in Brautmodenläden oder Bekleidungsgeschäften. Auch Musikschulen werden ab Montag wieder den Einzelunterricht aufnehmen. Vom Unterricht ausgenommen sind allerdings Gesang- und Blasinstrumente. Gastronomen müssen weiter stark bleiben, denn Restaurants bleiben geschlossen. Die Lockerungen sollen nun erstmal für 14 Tage gelten. Wie stehst du dazu, dass es noch keine Pläne für die Öffnung von Restaurants gibt? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn du schon mal auf das Coronavirus getestet wurdest, dann weißt du, wie unangenehm das sein kann. Für den Abstrich, egal ob Schnelltest oder nicht, wird dir ein langes Stäbchen tief in die Nase oder den Rachen eingeführt. Bislang wurden die Schnelltests nicht an Privatleute verkauft, aber das könnte bald ein Ende haben, denn nun wurden die ersten Sonderzulassungen für Corona-Tests zur Eigenanwendung erteilt. Das heißt, wir alle können uns demnächst selbst auf das Coronavirus testen, ganz easy von zu Hause und ohne Brechreiz. Denn der Abstrich wird im vorderen Nasenbereich entnommen. Wann die Selbsttests für zu Hause auf den Markt kommen, steht allerdings noch nicht fest. ExpertInnen weisen aber insbesondere bei den Schnelltests darauf hin, dass sie nur eine Momentaufnahme sind. Ein negativer Schnelltest muss nicht heißen, dass du das Virus nicht in dir trägst. Auf jeden positiven Schnelltest sollte auf jeden Fall ein PCR-Test vom Labor folgen, der dann das Ergebnis bestätigt. Was hältst du denn von den Selbsttests für zu Hause? Sicher oder eher nicht? Schreib es in die Kommentare. Gehst du in Rheinland-Pfalz zur Schule und schreibst dieses Jahr dein Abitur? Dann pass jetzt gut auf, denn das Bildungsministerium hat ein paar Vorgaben gelockert und das könnte dir vielleicht ganz gut in die Karten spielen. Die schriftlichen Prüfungen haben die meisten von euch ja bereits geschrieben. In den nächsten Wochen starten dann die mündlichen Prüfungen. Und hier kommen die Lockerungen. Du darfst bei deiner mündlichen Prüfung ein Thema ausschließen, wenn dieses Thema nur im Fernunterricht behandelt wurde. Du erhältst außerdem 5 Minuten mehr Vorbereitungszeit. Dir bleiben also 25 statt 20 Minuten für die Vorbereitung der mündlichen Prüfung. Und die Qualifikation wird entschärft. Bislang war es Vorschrift, dass die Note aus dem Halbjahr, in dem die Prüfung stattfindet, zwingend fürs Abitur zählt. Diese Vorschrift gilt jetzt nicht mehr für die Fächer, in denen nicht alle Noten aus der Qualifikation Phase zählen. Im Fazit heißt das für dich, das Abitur wird zwar nicht leichter, aber vielleicht ein bisschen fairer. Schlimme Rassismusvorwürfe um den Mainz 05-Spieler Karim Onisivo. Der Stürmer hat nach dem 2:1-Erfolg in Mönchengladbach über Social Media zahlreiche Beleidigungen und teils schockierende Nachrichten erhalten. Du gehörst ins KZ-Keck, ist dort beispielsweise zu lesen. Der 28-Jährige reagierte fassungslos und sagte, er sei schockiert, dass Menschen überhaupt so etwas denken und schreiben. So eine fürchterliche Nachricht lasse einen nicht so schnell los. Außerdem sei es so unangenehm und unglaublich, dass manche Menschen einfach nicht verstanden haben, dass so ein Denken im Fußball und überhaupt in der Welt nichts zu suchen hat. Der Österreicher spricht damit zum ersten Mal über solche Äußerungen von anonymen Hassern. Nach dem Spiel in Gladbach erhalten auch weitere Spieler rassistische Nachrichten. Und das war's mit den News der Woche. Wenn du mehr zu den einzelnen Themen erfahren willst, dann klick dich in die Infobox. Dort verlinken wir alle Artikel unserer KollegInnen. Und wenn dir unser Format gefällt, dann lass uns gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Ciao und bis zum nächsten Mal.